Hallo ihr zu Hause, ich bin Maria und ich werde heute mit euch mischen und matschen. Ist auch perfekt für die Entdecker unter euch, denn wir machen heute Überraschungsfroscheier. Wir machen unsere Eier aus Salzteig. Deswegen benötigen wir Salz, außerdem Mehl, ein bisschen Wasser und später auch noch Öl. Noch dazu braucht ihr solche kleinen Tiere aus Hartgummi. Ich habe hier jetzt einige Frösche und ein paar Krokodile. Und dass unsere Eier schön bunt werden, braucht ihr auch noch Lebensmittelfarbe. Ich habe mich jetzt hier für Violett entschieden. Und dann geht's auch schon los. Das kommt jetzt alles in diese Schüssel. Also, 2 Tassen Mehl. Danach kommt 1 Tasse Salz hinzu. Und dann brauchen wir unser Wasser. Da auch 1 ganze Tasse. Und hier kommt jetzt Lebensmittelfarbe hinzu. Und zwar brauchen wir da 2 Tüten. Irgendwann wird das Rühren dann ganz schön anstrengend und da könnt ihr dann einfach eure Hände nehmen und mit denen weiterkneten. Jetzt nehmt euch immer so ein Stückchen von eurem Teig, ungefähr so viel, und macht erstmal so eine kleine Kugel und die drückt ihr dann platt. Da kommen dann später unsere Tiere rein. Ja, und jetzt müssen wir erstmal Hände waschen. Mit unseren sauberen Händen geht's jetzt an unsere Tierchen. Die müssen wir jetzt nämlich in Öl baden, dass sie später nicht an unserem Teig hier festkleben bleiben. Also zum Beispiel hier den ersten Frosch. Schön drin baden und am besten auch noch mit einem Pinsel gut bestreichen, dass die wirklich überall voller Öl sind. So, und wenn ihr damit fertig seid, dann könnt ihr die Tiere direkt in ein passendes Ei setzen. Wenn alle Tiere ihren Platz gefunden haben, machen wir erstmal die Hände ein bisschen sauber, dass das Öl wieder weg ist. Und dann könnt ihr eure Eier auch schon zukneten. Wenn ihr alle Eier fertig habt, dann muss das Ganze in den Backofen. Und zwar für 80 Minuten bei 110 Grad. Und das mache ich jetzt. So. Die Überraschungsfroscheier sind fertig und auch schon fertig abgekühlt. Jetzt können wir die aufschlagen. So, wenn ihr dann seht, dass sich hier schon so eine Linie gebildet hat, dann könnt ihr vorsichtig euer Ei aufbrechen. Und mal gucken, was da drin ist. Ah, guckt mal, da ist eines unserer Krokodile drin. Muss ich auf jeden Fall gleich noch ein paar aufmachen. Und ihr könnt uns gerne in die Kommentare schreiben, was so aus euren Eiern geschlüpft ist. Und abonniert unseren Kanal, dass ihr auch wirklich gar keine Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Nachmachen. Ich muss jetzt unbedingt das nächste Ei aufmachen.